Doppeldurchmarsch in Conference Finals. In den NBA-Playoffs deutet sich vor den Finals ein doppelter Durchmarsch an. So besiegten die Miami Heat vergangene Nacht Boston klar und deutlich mit 128 zu 102. Experten sprachen nach dem Spiel sogar von Auflösungserscheinungen bei den Celtics, die nun mit 0 zu 3 zurückliegen und bisher nicht den Eindruck machten, die Serie gegen Miami zu drehen. Besonders Jason Tatum und Jaylen Brown blieben mit schwachen Leistungen weit hinter den Erwartungen zurück. Bereits am Dienstagabend könnten die Heat ihren Finaleinzug klar machen. Das Team war an 8. Stelle nach der Regular Season in die Playoffs eingezogen. Auch die Denver Nuggets stehen vor einem Durchmarsch in die Finals. Das Team von Nikola Jokic, der als erster Spieler überhaupt 24-Punkte-Triple-Doubles am Stück produzierte, führt gegen die Lakers mit 3 zu 0. Beim letzten Erfolg spielte aber vor allem auch Jamal Murray mit starken 37 Punkten eine entscheidende Rolle. Dennis Schröder erklärte nach der Niederlage, dass die Nuggets einfach ein sehr geiles Team sind und es für LA nicht leicht werden würde. Dennoch sieht er weiter Chancen, in die Finals einzuziehen. Heute Nacht um 2.30 Uhr steigt das vierte und womöglich letzte Spiel der Serie. In der Geschichte der NBA gelang es übrigens bisher noch keinem Team, einen 0-3-Rückstand zu drehen. LeBron erklärt Nuggets Vorteil. Nach der jüngsten Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets hat Starspieler LeBron James indirekt Teile seines Teams kritisiert. So lobte er die Nuggets insbesondere für ihre Rollenspieler, die besonders wichtige Würfe getroffen haben, als wir kleine Runs hatten, so der 38-Jährige. Dank dieser Plays zum richtigen Zeitpunkt haben sie einen Vorteil in dieser Serie, erklärte er weiter. Experten deuteten dies auch als Kritik an den eigenen Teamkollegen. Gerade D'Angelo Russell stand in der Kritik, nachdem er bisher in der kompletten Serie lediglich 21 Punkte bei 27 genommenen Würfen beisteuerte. Irving zu den Lakers? Kyrie Irving soll Berichten zufolge bereit sein für eine Zukunft bei den Los Angeles Lakers. Das berichtet Brian Windhorst von ESPN. Demzufolge sei der 31-Jährige ein großer Freund von der Idee, im Sommer zu den Lakers an die Westküste zu wechseln, um das Team um LeBron James, Anthony Davis und Co. zu einem potenziellen Superteam zu ergänzen. Irving steht derzeit in Verhandlungen mit den Dallas Mavericks, die ihn nach einer mehr als ernüchternden Schlussphase der Regular Season wohl weiter an der Seite von Luka Doncic halten wollen. Irving selbst soll aber vorerst auch gewillt sein, sich in der Free Agency verschiedene Angebote einzuholen. Ein Verbleib bei den Mavs scheint aber nur dann realistisch, wenn ihm das Team einen Vertrag über 5 Jahre zu maximalen Bezügen anbietet. Dem Bericht von ESPN bezüglich einer möglichen Lakers-Zukunft stehen aber auch andere Meldungen, beispielsweise von Bleacher Report, gegenüber. So wären bisher wohl keine anderen Teams in der Liga so stark daran interessiert, Irving mit einem Supermax-Vertrag überhaupt auszustatten, da er in den letzten Jahren vor allem neben dem Court für viel Unruhe gesorgt hat. Weiter heißt es, Irving und Dallas haben sich in ersten Gesprächen bereits angenähert. Wann letztlich eine Entscheidung über seine Zukunft fällt, bleibt aber vorerst abzuwarten.